alle damit einverstanden sind. Und die Plattform informiert uns auch schon, dass das Recording jetzt in Progress ist. Sehr schön. Dann klicke ich mal fortfahren. Fortfahren ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte, obwohl ich Sprecher bin, gar nicht so viel sprechen. Ich möchte gerne an den Alexander Rabe übergeben, der uns dann auch durch den Abend führen wird, auch die Diskussion begleiten wird. Ganz kleiner Hinweis noch, wir haben nächste Woche sogar schon unsere nächste Veranstaltung. Das ist ganz außergewöhnlich. Wir legen mal ein bisschen zu. Wir werden zwei Vertreter des SUSE-Instituts Berlins hier online auch haben, die über High-Performance-Computing in der Hauptstadtregion informieren. Das hat natürlich so ein bisschen den Hintergrund. Wir haben ja in letzter Zeit viele Exkursionen gemacht, als das noch möglich war, dass wir da vielleicht auch mal hingehen und uns doch einen der ganz großen Rechner in Deutschland vor Ort anschauen und uns erklären lassen, was man so alles mit dem tun kann. Dazu dann aber am 25.11. mehr. Die Anmeldung ist noch offen. Online können wir natürlich sehr viele Teilnehmer da auch willkommen heißen. Und ich freue mich, wenn Sie oder ihr euch da auch mit einwählt. Jetzt aber, Alexander, deinen Einsatz und ich wünsche allen interessanten Vortrag und eine schöne Diskussion danach. Ja, vielen Dank, Manuel. Und ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Rabe und ich bin heute, ja, würde sagen, mit drei Hüten Ihr virtueller Gastgeber und ich moderiere auch diesen für mich wirklich besonderen Abend. Zum einen freue ich mich als stellvertretender Sprecher, dass wir es geschafft haben, als GI mal wieder im Kreise unserer Regionalgruppe heute zusammenzukommen. Und mit Ihnen über und mit einigen herausragenden GI-Mitgliedern über das aktuell vorgestellte Buch von Rainer Hofmann zu sprechen. Zum anderen begrüße ich Sie auch in der Rolle als Eco-Geschäftsführer. Als Verband der Internetwirtschaft sind wir seit 2013 strategischer Kooperationspartner der GI. Und als Verband sind wir auch, ich sag mal, anders als die anderen. Vor 25 Jahren glaubten die Gründer des ECO nämlich daran, dass das mit dieser Digitalisierung und diesem Internet vielleicht eine Zukunft haben könnte. Und aus dieser Überzeugung heraus hat ECO dann die alleinige Shareholderschaft, den alleinigen Anteilseigner gestellt für den DKIX. Und das ist mittlerweile der größte Internetaustauschknoten. Und in der Pandemie haben wir einen Rekorddatendurchsatz von 10 Terabit pro Sekunde in Frankfurt am Main erleben dürfen. Und ich finde, diese Zahlen sind durchaus eindrucksvoll und sie zeigen uns eigentlich genau das, was wir gerade erleben. Das Internet hat den Laden am Laufen gehalten. Und ja, auch heute Abend hält auch das Internet den Laden wieder am Laufen. Und so können wir diese Veranstaltung Corona-konform, ja, virtuell stattfinden lassen. Mir fehlt auch das Persönliche. Ich glaube, das geht uns allen so und ich hatte mich auch wirklich gefreut, dass wir uns heute hier im Konferenzraum mit ein bisschen Catering und einem Wein zusammenfinden können. Aber nichtsdestotrotz, das Internet bringt uns zusammen und ja, so gesehen freue ich mich, auch in meiner dritten Rolle Sie heute hier begrüßen zu können. Und diese dritte Rolle ist so ein bisschen eine besondere. Es ist so, ja, ein temporärer Wegbegleiter von Rainer Hofmann und damit auch Verfasser des Geleitwortes des heute vorliegenden Werkes. Was soll ich sagen? Als Rainer mich vor ein paar Monaten angerufen hat und mir von seiner Arbeit am Skript in der globalen Provinz erzählte er mir, es gehe da um einen Bericht über die Entdeckung und Besiedlung der digitalen Welt in den 80ern bis 2020er Jahren. Er sagt, es kämen mir da auch einige Personen mit Sicherheit bekannt vor. Und ja, in der Tat, Rainer und ich haben in den verschiedenen Rollen und verschiedenen Organisationen uns zumindest im letzten Jahrzehnt doch öfter gesehen und unsere Wege haben sich öfter gekreuzt. Und als ich dann das Buch gelesen habe, war ich selbst ein bisschen überrascht, dass die Lektüre nicht nur unterhaltsam war, sondern auch mir noch ein paar neue Dinge und Perspektiven gezeigt hat, die mir in der Zeit, in der ich jetzt in diesem Umfeld tätig bin, noch so gar nicht bekannt war. Die Weisheit des Alters wahrscheinlich. Das Lesen dieses Berichts war für mich an vielen Stellen eben auch ein Wiedersehen mit zahlreichen Wegbegleitern, deren Wirken mir zu früheren Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten Inspiration und Vorbild waren. Und ich freue mich auch heute Abend hier einige dieser Persönlichkeiten mit begrüßen zu können in der Runde. Das Buch, und Rainer, das darf ich sagen, schildert auf erfrischende Art und Weise und mit einer gewissen ironischen Form des Understatements, wie es bei Rainer auch üblich ist, seine persönlichen Erlebnisse und das in den letzten 40 Jahren eben. Und er hat einfach eine Freude, seine Mitwirkung an diesen globaltechnologischen Entwicklungen uns in diesem Werk so darzustellen, dass auch wir Lust bekommen, diese weite Welt in der Provinz Süddeutschlands zu entdecken. Darmstadt, Odenwald, Aschaffenburg, das sind all die Orte, die wir in diesem Buch kennenlernen. Und zwischendrin fragt man sich, ist es wirklich die Provinz der Weltklasse oder eine Weltklasse der Provinz?
Lesen Sie das Buch, entscheiden Sie selbst, wer wo wie in welchem Kontext zusammenkam. Oft sind skurrile Zufälle, manchmal sind es Glücksfälle der Verantwortlichen, die dann wieder zu Innovationen geführt haben, von denen wir bis heute profitieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar engagierte Akteure, die in diesem Buch auch vorkommen und ohne deren beharrliches Verfolgen ihrer Ideen, ihrer Überzeugungen wäre das alles nicht möglich. José Luis Calasau, Günter Koch, Gurena Mazzola, Radu. Ja, aber auch nicht zuletzt der Gründer des ECO, der Harald Sommer. Auch er ist hier im Buch verewigt und das eingangs geschilderte DKIX und das größte Internet-Austausch-Knoten-Event in Frankfurt am Main, das gäbe es so ohne ihn gar nicht. Oftmals waren diese Personen sich gar nicht wirklich bewusst darüber, was sie gerade zur jeweiligen Zeit an Innovation und wegweisenden Möglichkeiten für uns, für die Nachwelt hinterlassen haben. Doch haben diese Akteure aus Forschung und Lehre, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eben wirklich diese digitale Welt, die wir heute nutzen, gestaltet? Und ja, ich würde sagen, mit viel Herzblut, mit Geist, mit Witz, für Menschen, von Menschen wurde diese digitale Welt geschaffen. Und genau das wünsche ich mir für die kommenden 40 Jahre. Weiterhin solche engagierten, verantwortungsvollen Persönlichkeiten, die uns dabei helfen, die Herausforderungen, die es in den jetzigen und in den zukünftigen Generationen zu lösen gilt, eben auch dank digitaler Technologien zu lösen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Teil der Lösung sein wird für all das, was momentan bei uns auf der Agenda steht und teilweise auch manchmal ein bisschen Angst macht, wo die Welt sich hinbewegt. Ich glaube, jede einzelne Person kann gemeinsam diese Welt gestalten. Und von daher möchte ich Georg Rainer Hofmann zustimmen, wenn er schreibt, dass wir nach 40 Jahren fortwährender und intensiver Entwicklung der Informationsgesellschaft uns oft der Weg von der Betrachtung kleinteiliger technischer Details dahin führen muss, dass wir holistische, das ist eines seiner Lieblingsworte, Lösungen der anstehenden Probleme finden müssen. Wir müssen interdisziplinär arbeiten, Informatiker, Techniker, Ökonomen, Geisteswissenschaftler, all das muss zusammenkommen, um die Welt noch lebenswert zu machen, die wir hier in Grundzügen schon erkennen können. Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke, neue Erkenntnisse und lieber Rainer, ich würde mich freuen, wenn du das Ruder wie gewohnt ab hier übernimmst und uns durch deine Erinnerungen, Erkenntnisse und in Teilen aber auch durch dein Werk steuerst. The stage is yours. Na, dann wollen wir es mal probieren. Einen schönen guten Abend allerseits. Zunächst darf ich meine große Freude zum Ausdruck bringen, dass so viele Personen, auch viele Personen, die ich kenne, mich kennenlernen durfte, sich heute Abend zugeschaltet haben. Ich habe ganz, ganz, ganz selten sowas wie eine Buchvorstellung gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie das geht. Also geschrieben hatte ich relativ schnell, aber jetzt muss ich es auch nur vorstellen. Also globale Provinz, ein holistischer Bericht. Holistisch bedeutet hier wirklich ganzheitlich. Es soll die Rede sein von einem Berichterstatter. Ich habe in den letzten Jahren einige Dinge miterleben dürfen und eigentlich sollte dieser Bericht im Sommer 2020 begonnen, nur über im Prinzip die Jahre 95, 96 gehen. Das war so ein Urknalleffekt, 95, 96. Und dann haben wir festgestellt, naja, man kann auch noch ein paar Dinge erzählen, die davor waren, die danach gekommen sind. Und man kann hier an diesem Schaubild sehen, man verändert sich im Laufe der Jahre. Da unten sind Bilder von vor 40 Jahren, vor 25 Jahren. Und wenn jemand mir im Nachgang noch eine E-Mail schreiben will, kann er gerne tun. Ich habe die Eigenschaft, alle sinnvollen E-Mails zu beantworten. Ja, das Buch habe ich bei Weitem nicht alleine geschrieben. Ein doch erklecklicher Teil kommt von anderen Leuten. Und das sind Leute, die habe ich dann angerufen und habe gesagt, guck mal, du warst doch dabei. Und würdest du so ein bisschen aus deiner Sicht schildern, wie das so war? Und Alexander Rabe, der so ausgesehen hat, als ich ihn vor x Jahren kennengelernt habe, hat gesagt, war ich ein Gleitwort. Und viele Leute, die hier beigetragen haben, zum Teil sehr prominente Leute, zum Teil wirklich maßgebende Leute sind zu Wort gekommen. Und die, die zu Wort gekommen sind, für die habe ich dann auch im Laufe dieser Schaubilder jeweils auch nur so ein kleines Porträt, damit man weiß, wie diese Leute aussehen. Ja, 40 Jahre Informationsgesellschaft. Und ich habe mir erlaubt, das zu vergleichen. Die 40 Jahre 1980 bis 2020, die sind durchaus vergleichbar mit den 40 Jahren vor 500 Jahren, als es sozusagen, wir entdecken Amerika, wir fahren um Afrika herum und auch die 40 Jahre 1920 bis 1960, Entwicklung der Atomphysik, nicht? Werner Heisenberg guckt da hinten aus der Ecke, das war ähnlich. Die Welt hat sich komplett geändert
Und so hat sich auch unsere Welt komplett geändert. Und wir gucken da sozusagen über den Weltrand hinaus. Ja, der Wanderer, der da aus der Himmelssphäre hinausschaut, der ist sozusagen das Motto. Und wir haben die Welt wirklich neu umspannt und neu umfahren. So wie das vor 500 Jahren Maclan gemacht hat, glaube ich, haben wir das heute ähnlich gemacht. Und in 40 Jahren ist die Welt eine völlig andere geworden. Ich habe das in verschiedenen Kapiteln einfach so aufbereitet und ich habe es so gemacht, dass ich mich zum Teil erinnern konnte, mit der Hilfe auch von Leuten, die damals dabei gewesen sind oder auch noch Erinnerungsstücke hatten. Und das erste Kapitel geht in die Schulzeit, zur Abiturszeit, vor 40 Jahren. Und ich wusste nicht, damals, vor 40 Jahren, hatten wir einen Computer und mit dem Computer haben wir programmieren gelernt. Und das war ein Computer, Fabrikat Wang, der hatte 4 Kilobyte Hauptspeicher, hatte so ein Telex, so ein Lochstreifengerät hatte der. Und damals an der Schule gab es schon echte Nerds. Und die Nerds, die haben so Dinge gehabt, solche Lineale, damit haben sie Programmablaufpläne gemalt in die Schulhefte. So Dinge haben die gemacht. Und damals habe ich eine Sache mein Leben lang nicht vergessen. Ich musste eine Abiturrede halten und die Abiturrede an dieser Old School, hier können wir sie sehen, das ist die Old School in Odenwald. Und wir haben damals mit so Rechenschiebern gearbeitet und das ist dieser Bankcomputer, aber nicht der aus der Schule, sondern hier aus dem Museum. Und man muss sagen, damals habe ich eine Abiturrede gehalten und diese Abiturrede, die ging über Karl Marx. Und ich habe erzählt über die Entfremdung der Schüler in der Schule und solche Dinge. Und damals habe ich eine Sache gelernt, in den besten Zeiten des Kalten Kriegs etwas über Karl Marx zu reden, war ein politisches No-Go. Und damals habe ich gelernt, du wirst Publikum haben, das hat keine Ahnung, aber es protestiert. Und so ist es mir damals gegangen. Es gab viele Leute, keinen Plan von gar nichts, aber zu einem Protest waren sie alle mal befähigt oder sahen sie sich alle mal befähigt. Also oldschool, ein erster Computer. Und das erzähle ich euch nicht, aber es war eine wahnsinnig spannende Story, die ist im Buch abgedruckt. ZZ Top, erstmals in Europa am 20. April, Auftritt morgens um 4. Und was das Ganze mit einem Gasthaus in Odenwald zu tun hat, das müsst ihr selbst lesen. Interessant ist es allemal. Dann kam ein Studium in Darmstadt. Und natürlich werden die Leute in Karlsruhe sagen, na Darmstadt, was ist schon Darmstadt? Aber für mich war Darmstadt die Mitte der Welt. Es ist unmittelbar hier vor der Haustür. Und wir haben in Darmstadt damals das Fach Informatik gehabt. Und die Informatik war noch relativ neu. Und ganz, ganz super neu war damals in Darmstadt die Wirtschaftsinformatik. Die war ganz obskur. Wir wussten nicht, ob die Wirtschaftsinformatik überhaupt von Dauer sein wird. Und diese Informatikwelt in Darmstadt war eine ziemliche Männerwelt. Es gab damals keine Professorinnen. Und die Professoren waren auch alle Quereinsteiger. Die Theoretiker kamen aus der Mathematik und die Praktiker kamen aus der Elektrotechnik. Und der gesamte Hochschulbetrieb in Darmstadt... Wir kommen gleich, ja? Ich schilde das auch in dem Buch. Der ganze Hochschulbetrieb war eine hochanaloge Angelegenheit. Wir hatten solche Telefone, wie man es hier sieht, und das war das modernste Kommunikationsmittel damals. Als Studenten haben wir auf diesen Lochkartenstreifen rumgetippt. Und damals habe ich 2 Leute kennengelernt. Das eine ist José Luis Encarnação und andere Detlef Grönker. Und die hatten die unglaubliche Vision. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie visionär das war. Sie haben gesagt, wir müssen Computer bauen, die nicht nur Buchstaben und Zahlen verarbeiten, sondern auch Bilder. Die waren sozusagen die Computergrafiker. Und diese Computergrafik, die war damals vor allem eine Sache, die war einfach unmöglich. Ein Rasterbild, also ein Bild mit 3 Megabyte Dateninhalt, konnte man faktisch damals kaum speichern. Und deswegen war Computergrafik zunächst noch sehr viel Vektorgrafik. Das waren technische Zeichnungen, die wurden mit einem Plotter bedient. Und ich war damals halt einfach ein Student, der da reingestolpert ist. Und ich kann mich noch erinnern, zum Detlef Grönker bin ich gekommen, weil der hat nicht so viel geraucht. Es ging noch. So, es war noch einigermaßen in seinem Büro auszuhalten. Und was haben wir damals gemacht? Eine absolute Weltidee kam damals von Quirino Mazzola, der sich heute Abend auch aus Minneapolis zugeschaltet hat. Wir hatten damals eine Symmetrieausstellung in Darmstadt, das war im Sommer 96. Und diese Symmetrieausstellung, Quirino hat gesagt, wir haben die Weltidee, wir könnten dieses Fresko Schule von Athen, von Raphael, das bauen wir computergrafisch nach. Und dieses computergrafisch nachbauen,
dieses computergrafisch nachbauen war natürlich ein Riesenproblem, weil man hatte bislang nicht so etwas computergrafisch modelliert wie menschliche Körper. Und wir hatten damals so etwas hier benutzt, solche Holzpuppen, so Dinger waren das. Und mit diesen Holzpuppen haben wir dann die Gelenkwinkel gemessen, dieser Figuren in dem Fresko von Raphael, und haben es dann nachgebaut mit einem System, Petal 2, ein CAD-System. Und der Effekt war ein unglaublicher. Das war ein populäres Werk. Die Leute wollten diese bunten Bilder sehen, sie kamen in die Ausstellung, und damit hatten wir natürlich eine sehr starke Popularisierung dieser ganzen Geschichte. Aber das alles fand noch statt in einer hochgradig analogen Welt. Es gab, wenn man etwas so ein Bild wie dieses Fresko von Raphael betrachten wollte, das konnte man unmöglich auf einem Bildschirm tun. Man hatte einen Film, man hatte Papier, und das Ganze war natürlich sehr, sehr, man würde sagen, sehr, sehr blechern. Und die Figuren, die wir da zusammen gebastelt haben mit diesem CAD-Programm, waren halt sehr, sehr blechern. Aber, und Enke Nassau schildert das auch in seinem Beitrag im Buch, er sagt, es war einfach der Beginn dieser Computer Graphics Art. Und plötzlich haben die Leute sich Computergrafik angeguckt und fanden es unterhaltsam. Ja, dann gab es eine Geschichte, bei der auch Guarino Mazzola einen sehr hohen Anteil hatte. Wir hatten nämlich gefunden, Computer müssten Musik machen. Und dieses Computer müssen Musik machen, das kann ich heute Abend nicht in aller epischen Breite erläutern. Aber auch hier hatten wir unsere Weltminute. Es war unglaublich. Wir haben diesen Musikcomputer gebaut und haben wir in Wien Herbert von Karajan vorgeführt an einem Kongress. Und dann gab dieser Computer auch noch ein Konzert in Zürich. Und Guarino hat das alles noch jahrelang weiterentwickelt und zu wirklich schönen Erfolgen geführt. Und die Musik, die wir damals gemacht haben, ich habe das immer unter dem Paradigma gesehen, warum sollte Musik immer der Erholung dienen? Es war zum Teil auch, sagen wir mal so, es waren zum Teil auch Strukturen, die waren etwas herausfordernd. Hier sehen wir den Tisch, und mein damaliger Kommilitone Christoph Blum ist hier, Guarino Mazzola ist hier, das ist der Tisch, das war der Aufbau für Karajan in Wien. Und Karajan selbst wollte nicht fotografiert werden. Er kam zu dieser Vorführung in einem völlig verbeulten, blauen, dunkelblauen Trainingsanzug. Und er wollte unmöglich auf die Fotografie, aber die Szene in Wien, die haben wir immerhin abgelichtet. Und dann ist etwas passiert, wo man sagen muss, dass wir da hineingekommen sind, unglaublich. Wir kamen nach Berlin. Und in Berlin, das war damals in der Zeit vor der Wende, 86 ging es los, meiner Erinnerung nach. In Berlin, da gab es Multimedia, da gab es Teledienste und es gab Fantasien. In Berlin startete in 86 ein Projekt, das hieß Bercom. Und auch hier müssen wir sagen, wir wussten gar nicht, wie fortschrittlich man damals war. Der Mikrofon ist aus. Es ist nicht ein Projekt, sondern das Projekt. Es ist das Projekt, oder? Ja. Bitte sehr. Es war die Weltidee. Und ich betone, niemand hat auch nur geahnt, wie fortschrittlich das war, oder? So. Das muss man so sehen. Und es ging los, also meine Erinnerung an das setzt etwa ein im Sommer 86. Und das war das Paradigma. Ja? Also wir wollen Multimedia am Arbeitsplatz und das wird unser Arbeitsplatz werden. Also das, was wir hier heute Abend eigentlich machen, war sozusagen unsere Fantasie. Und das ist, wenn man das vergleicht, wenn heute irgendwelche Milliardäre von Mondflügen träumen, da kann man nur sagen, ein Mondflug kann sich jeder Idiot ausdenken, da ist ja nichts dabei. Aber das, was damals gelaufen ist, war eine völlig andere intellektuelle Spielklasse. Und es war, wenn ich das zeigen darf, es war dann so, man hat in diesem, das ist übrigens Herr Schürmann früher, da kann man ihn sehen, oder? Er kam damals vom Hahn-Meitner-Institut rüber, und Hahn-Meitner-Institut, das war ja noch so Kernphysik, so Geschichten. Und der Radu, den sehen wir hier, das sah früher so aus, er hatte immer eine Pfeife dabei, das muss man auch sagen, war so. Und dann wurde eben Focus gegründet. Und in 86 eine Forschungsgruppe für offene Kommunikationssysteme zu nennen, das hat schon einen unglaublichen Weitblick. Und die Probleme, die wir hatten, waren, okay, der Telekom-Konzern, damals ja noch wesentlich hoheitlich, will nicht nur Teledienste anbieten, sondern eben auch Anwendungen.
Und er will auch in diese Breitbandtechnologie. Und damals war die große Sinnfrage, für was braucht man ein 2-Megabit-Netz oder gar ein 140-Megabit-Netz? Und eine erste Antwort war, vielleicht braucht man das für Bilder zu übertragen. Und wenn man Bilder übertragen will, dann wird es spannend. Man will Festbilder übertragen, will Standbilder übertragen. Und insbesondere könnte man so etwas machen wollen wie etwa eine Videokonferenz. Und was man hier rechts sieht, das ist so einer der ersten Prototypen, die dann im Laufe der Jahre entstanden sind. Und wir können hier sehr schön sehen, die Dame, die hier an dem Videokonferenzsystem arbeitet, die schreibt noch mit. Das Videokonferenzsystem ist weit davon entfernt, in den Arbeitsplatz integriert zu sein. Und wir sehen auch eine total trickreiche Konstruktion mit einer Kamera, wo man über so einen Halbspiegel aufnimmt, weil die Kameras waren noch viel zu groß von der Baugröße. Die konnte man nicht einfach so in die Bildschirmleiste integrieren. Und was wir damals gemacht haben, waren eben solche, mit einem unglaublichen intellektuellen Ringen ging es wirklich um das Malen von solchen Referenzmodellen. Und im Beitrag von Peschko Zellentin und Gerd Schürmann wird es auch sehr, sehr schön dargelegt, wie schwierig es war, tatsächlich solche Referenzmodelle zu kreieren. Wie gehören Transport, Datenstrukturen, Anwendungen, wie ist das zueinander zu sortieren? Und das waren damals wirklich schwierigste Probleme, die heute in der digitalen Welt einfach so gelöst sind. Wir kommen auf Bergkom und diese Dinge durchaus nochmal zurück. Und es gab dann in Darmstadt noch eine zweite Entwicklung, die war auch sehr interessant. Nämlich in Darmstadt war es so, wir hatten ja dieses Raphael-Ding, ne? Und wir hatten auch dieses Buch da gebastelt und hatten das dann den Leuten erklärt. Und darauf ist dann entstanden so etwas wie, wir müssen noch mehr von diesen unterhaltsamen Bildern bauen. Und damals gab es speziell im amerikanischen Raum Leute, die haben so Raytracing-Bilder gemacht. Unten ist so ein Raytracing-Bild mit so einer Uhr und so, ganz toll. Und was wir damals gebastelt haben, war eine Geschichte, die nannten wir Mixed Reality. Und da sind so Bilder entstanden, wie zum Beispiel das da. Das ist ein Kirchengebäude, klar, Provinz, ne? Das ist hier ganz in der Nähe bei uns. Und dann haben wir das Ding vermessen und haben fotografische Komponenten da eingebaut. Und so eine Mixed-Reality-Geschichte, das war dann so etwa in den Jahren 88, 89, so etwas auf die Beine zu kriegen. Wir haben das damals einfach so gemacht, experimentell. Aber es war gar nicht so einfach, weil zum Beispiel allein schon das Scannen von einem Foto und das Digitalisieren von einem Foto war technologisch damals schon noch eine Aktion. Und diese Dinge nannten wir damals Naturalismus in der Computergrafik. Und wir hatten damals, ja, durchaus unser Publikum und was auch interessant war, und das schildere ich auch in dem Buch, ist, dass dann so langsam die Unterhaltungsindustrie auf uns zukam. Und plötzlich kamen die Filmeleute und wollten so etwas wie künstliche Szenen in ihren Filmen einbauen und wollten so etwas wie Virtual Reality in ihren Filmen einbauen. Und ja, das war schon eine, kann man sagen, hochspannende Entwicklung, die heute natürlich super alltäglich ist. Man findet kaum noch irgendeinen Spielfilm oder so irgendetwas, der nur aus natürlichen Szenen besteht. Aber in Berlin, da haben wir vor allem sowas gemacht. Da haben wir gesagt, Moment mal, es hat ja gar keinen Sinn, über offene Systeme zu reden. Wir müssen das alles auch standardisieren und normen. Und dann haben wir uns engagiert in einer Geschichte, das war die ISO IEC, JTC One. Und da wurden insbesondere Bildformate und eben diese Kompressionsgeschichten, JPEG, MPEG, das MP3, das kam damals überhaupt erst ans Tageslicht. Dinge, die heute super alltäglich sind. Und was damals auch so langsam als Tageslicht kam, war eine Geschichte, das war das Internetprotokoll. Und dieses Internetprotokoll, das war zunächst suspekt, weil wir haben gesagt, Internet, ist das überhaupt seriös? Wir hatten das Internet standardisiert. Von wem kommt das überhaupt? Und ein Riesenproblem, was wir damals mit dem Internet hatten, ich erinnere mich noch an diese Diskussion, war, das Internetprotokoll ist ja verbindungslos. Das heißt, es gibt keinerlei Garantie, ob diese Tokens in irgendeiner endlichen Zeit durch das Netz durchkommen. Die können ja beliebig untereinander in der Zwischenzeit verzögert werden und so. Und 1992 war die Debatte, ist das Internetprotokoll sehr, sehr nützlich oder ist es nicht? Diese Debatte war damals noch in keiner Weise entschieden. Und ich habe mit einem kleinen Lächeln hier einen Bericht, 10 Jahre Bergkom aus dem Jahr 96
Und in diesem Bericht, 10 Jahre Bercom aus dem Jahr 96, kommt das Wort Internet nicht vor. Auch das Wort World Wide Web kommt darin nicht vor. Das zeigt den Stellenwert, den damals das heute alltägliche Medium Internet damals noch hatte. Aber es war eine hochinteressante Zeit, denn die Darmstädter, José Luis Encarnação und in Berlin, Radu Peschko Zellentin, das waren die Leute, die gesagt haben, Leute, packt eure Koffer, ja, macht mal was, geht da raus und unterstützt unsere Arbeiten durch eine internationale Standardisierung. Und ich darf das wirklich so sagen, wir haben dieser Impuls, dass man sich in der internationalen Standardisierung zeigt und durchaus die Arbeiten und die Ergebnisse, die man erzielt hat, auch international vertritt und durchzusetzen versucht, das waren, ich würde schon sagen, die Weltbeiträge, die hier geleistet worden sind. Dann hatten wir eine Weltminute in der Provinz. Das ist dieses Manöver hier. Es ist kaum zu glauben, aber das dazu passende Buch habe ich natürlich irgendwo hier rumfliegen. Hier ist es, ja. Das ist dieses Buch. Und dieses Buch ist im Oktober 1990 entstanden. Und zwar in dieser Wirtschaft, ja, in dieser Gastwirtschaft im Odenwald. Und damals war die Deutsche Wiedervereinigung erst ein paar Tage alt. Und es ging darum, die Bercom-Leute haben gesagt, wir müssten mal über die große Fusion von Computergrafik und Telekommunikation nachdenken. Also dieses Issue, Bilder und Videos über das Netz, das muss doch in irgendeiner Art und Form konzeptionell in Eingang gebracht werden. Und dann ging es so los, dass es hieß, ah ja gut, wir sollten da mal einen Workshop machen, einen Wegweisenden, wenn es gut geht. Und Eurographics sollte das entsprechend organisieren. Und dann hieß es, wo machen wir das? Und Berlin war noch ein bisschen obskur, weil, wie gesagt, die Deutsche Wiedervereinigung, die war erst ein paar Tage alt und dann hieß es, wir machen es in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Und warum es ausgerechnet dann so ausging, dass man sich mitten im Odenwald getroffen hat, in dieser idyllischen Gegend, ich kann das nicht mehr im Detail nachvollziehen. Auf alle Fälle hatte ich den allergeringsten Anreiseweg. Also ich hatte nur 2-3 Kilometer bis dahin, während andere Leute hatten sehr viel mehr Weg, dahin zu kommen. Also die Jungs aus England, David Hughes und David Arnold zum Beispiel oder Robert Hopgood war da und aus Kanada war Dieter Fellner gekommen, der heute der Nachfolger von Encarnação in Darmstadt ist, IGT-Institutsleiter. Alle waren sie in Beuberg im Odenwald und die Proceedings, die da entstanden sind, habe ich den Eindruck heute, die waren schon, das war wegweisend, weil das war die große Fusion von Graphics und Communication. Und interessanterweise habe ich natürlich recherchiert und gesagt, waren wir damals wirklich, war das damals wirklich so ein Meilenstein-Ding? Und ja, man kann sagen, ich glaube schon, dass das so war, weil andere Sachen, die damals veröffentlicht worden sind, etc., waren zum Teil schlicht und ergreifend einfach als 2 Jahre später. Also, Graphics and Communication, eine Riesenfusion. Und es gab noch ein zweites Ding. Nämlich, es gab dann so in der Mitte der 90er Jahre so langsam diese Geschichte, es geht ums Business. Und ein Riesenbusiness, von dem man glaubte, da müssen wir ran, war Multimedia. Und 1995 war Multimedia auch das Wort des Jahres. Das war das einzige Mal, dass so ein technisches Wort des Jahres geworden ist. Und damals hat man, es ist ja abgebildet und so sieht es in Wirklichkeit aus, damals hat man geglaubt, das hier ist das neue dicke Business, nämlich solche CD-Dinge mit Multimedia-Inhalten. Und das hier, Birds of Europe, habe ich damals vor 25 Jahren wahnsinnig gemocht, weil das war quasi ein Buch, elektrisch, mit den Vogelstimmen drauf. Also man konnte auch hören, wie die Viecher sich anhören. Und die Verlage waren völlig abgedreht, haben alle gesagt, ja, das ist es, wir müssen Multimedia verkaufen und das Multimedia-Geschäft geht mit diesen CD-ROMs. Und was dann passiert ist, in 1995 und 96 waren diese Manöver. 1995 gab es eine Exkursion, das war der Detlef Krömke, den hatte ich ja schon mal erwähnt, ne, in Darmstadt. Detlef Krömke war in Genf und da haben sie dann rumgemacht im Sinne von, ja, dieses World Wide Web, das könnte spannend werden. Und dann gab es einen Berners-Lee und da gab es einen Robert Galliot. Und die hatten einen ersten World Wide Web-Kongress in Genf gemacht und einen zweiten in Chicago. Und der Robert Galliot und der Detlef Krömke haben gesagt, wir machen jetzt einen dritten und den machen wir wieder in Europa. Und der Gedanke wäre, den machen wir in Darmstadt. So, und dann war der Co-Chair Berners-Lee und Detlef Krömke.
Und dann haben sie auch ein Programmkomitee gesucht und ich war da auch mit dabei, aber ich war nicht der Wichtigste, aber mit dabei. Und an dieser World Wide Web Konferenz kann man sagen, man hat mit einigen Teilnehmern an der Konferenz gerechnet und es kamen weit über 1000 Leute nach Darmstadt. Und das war eigentlich so ein bisschen die Explosion der Wichtigkeit des World Wide Web. Und damals haben wir den Leuten diese Bierkrüge hier angedient, weil wir geglaubt haben, ein deutsches Souvenir muss so ein Bierkrug sein. Das ist klar, weil wenn der Deutsche was trinkt, dann trinkt er Bier aus so einem Krug. Und der Bierkrug wurde dann beklebt mit dem Logo von Robert Galliot, wo er gesagt hat, das World Wide Web Logo, das sind diese drei grünen Ws und die wurden da drauf gedruckt. Und auf der anderen Seite des Bierkrugs war das Mosaik. Das war sozusagen der erste Browser, der Multimedia konnte. Das World Wide Web war ja zunächst eine reine buchstabentextorientierte Geschichte und später wurde das erst mit diesen Multimedia-Inhalten angereichert, ausgestattet. Und der erste Browser, der das überhaupt unterstützt hat, das war eben dieser Mosaik-Browser. Und eine Anekdote noch aus dieser World Wide Web-Konferenz. Detlef Grömke hat gemeint, naja, ich hätte doch damals auch so mit Wirtschaftsinformatik was zu tun gehabt. Und dann haben wir ein Panel gehabt auf dieser World Wide Web-Konferenz und das Panel hatte den schönen Überschrift Commercial Usage of the World Wide Web. Auf Deutsch etwa sind kommerzielle Nutzungen des World Wide Web denkbar. Und auf diesem Panel saßen damals Leute wie der Harald Summer, da saß der Vertreter von Spiegel Online, der behauptet hat, wir werden demnächst Zeitungen im Internet lesen. Da war der Tim Cole, der gesagt hat, ich habe was erfunden, ich nenne das mal einen Blog. Und die Sachen, die ich lese, die kann ich auch in Zukunft selber schreiben. Und es war ein unglaublicher Anfang in der Luft. Und ein Jahr später gab es diesen Multimedia-Kongress 96. Der Multimedia-Kongress 96 war das aufgreifend, zum ersten Mal davon geprägt, dass Multimedia nicht nur ein Geschäft ist mit CD-ROMs für die Verlage, sondern ein Geschäft, was eine Unzahl von Anwendungen und Applikationen abdecken könnte. Und das war damals in 96 an diesem Kongress in Leipzig war zum Beispiel eben der erwähnte Harald Summer und er hat in einem Referat den Leuten erklärt, wie das Internet funktioniert. Das mussten die damals erstmal checken. Und wir haben damals auch so Beiträge gehabt. Rainer Thomé hat erzählt in 96, im Internet wird es in absehbarer Zeit, wird es im Internet so etwas geben wie eben Telelearning. Das wird spannend. Und diese Leute haben damals alle nicht gewusst, wie recht sie hatten. Und wenn wir heute die Proceedings von diesem Teil hier anschauen, da ist es natürlich in real, wenn man das anschaut, jeder dieser Aufsätze, da gibt es so Aufsätze wie Telelearning, es gibt in Aufsätzen Telebanking, Telemedizin, jeder dieser Aufsätze wäre heute ein Riesenfachbuch wert. Und es zeigt, wie sozusagen damals der Urknall stattgefunden hat. Und damals ist auch so etwas passiert, wie man hat durchaus das Internet zu den Leuten gebracht. Mit dafür durchaus verantwortlich. Andreas Kind hat einen Beitrag geschrieben, er war ja früher Vorstand bei T-Online, wie sozusagen das Internet über T-Online popularisiert wurde, als T-Online endlich mal nicht nur T-Online als proprietäre Dienst hatte, sondern einen Dienst war, der auch das World Wide Web zu bedienen verstand und das normale E-Mail-Protokoll zu verbinden verstand. Und Provinz ist Provinz. Wir hatten dann ein Unternehmen gebastelt, an Weihnachten 95 gegründet. Und dieses Unternehmen hieß STDI, Service to the Internet. Das Unternehmen gibt es heute noch. Und Service to the Internet hat damals beim Notar ungläubiges Staunen hervorgerufen. Er hat gesagt, was wollen Sie machen? Sie wollen einen Dienst in diesem Internet erbringen? Was soll denn das werden? Und den Laden gibt es heute noch. Und dieses STDI-Unternehmen war damals das Unternehmen, was den Multimedia-Kongress ins Internet gebracht hat. Also das Kürzel Deutscher Multimedia-Kongress.de, DMMK.de, das war das Projekt von diesen Leuten. Und es war natürlich erneut eine Pioniertat, aber damals haben wir nicht gewusst, dass sie das ist. Und dann haben wir das mit der Provinz auf die Spitze getrieben. Wir haben gesagt, wir brauchen ein lokales Büro. Und das haben wir
eröffnet, hier in der Mecca-Idylle. Das ist im Schlossbereich in Erbach im Odenwald. Und damals hatten wir in diesem Schlossbereich war dieses Unternehmen STDI und es waren vor allem auch, Sie schildern das in Ihren Beiträgen, es war Günter Koch, es war Thomas Wolf, die damals maßgeblich an dieser Einrichtung gewirkt haben. Und auch hier war es so, es gab eine ganze Reihe von Projekten, wo es erst später herausgestellt hat, huch, das waren ja eigentlich Pilotprojekte. Und einer der ersten Politiker dieser Republik, die eine Internetpräsenz hatten, war ausgerechnet der Landrat des Odenwaldkreises. Nun denn ja. Und dann kam das Jahr 2000 und im Jahr 2000 waren einige Leute der Meinung, die Welt geht unter. Kann man ja so sehen. Das war die große Jahr 2000-Krise und die zweite Jahreshälfte des Jahres 99, die war halt von diesen, oh wei, es wird ganz ernst und das Jahr 2000. Und ich kann mich noch erinnern an Silvester, Neujahr, Silvester speziell 1999, habe ich gedacht, naja, wir müssten jetzt mal langsam hören, ob denn da drüben in Japan die Welt untergeht, weil da ist ja schon Jahr 2000. Und die Welt war nicht untergegangen in Japan. Und dann habe ich gesagt, dann kann es nicht so schlimm werden. Es wird schon laufen einigermaßen. Und dann ist ungefähr ab so 2000 in den ersten Jahren die große Explosion passiert. Plötzlich wollten alle möglichen Unternehmen ins Netz. Alle haben E-Commerce gemacht. Und in Berlin, die Jungs hier, die haben gesagt, wir machen E-Government. Und das war ein Manöver, was eben auch bei Focus gelaufen ist. Das war das E-Government-Labor. Eigentlich der Vorreiter einer echt kollaborativen Einrichtung, Forschung, Anwender, Hersteller mit dem Ziel, neue Anwendungen, neue Szenarien den Anwendern nahezubringen. Und wir hatten damals Gerd Schürmann hat damals, man kann das wirklich so sagen, einen fulminanten Erfolg gehabt mit diesem Konzept, eben den Wissenstransfer, der für diese Dinge überhaupt erforderlich ist, voranzubringen. Ja, dann hatten wir unseren Spaß mit Wissensmanagement. Das Wissen muss in den Computer, weil wenn das Wissen nur im Kopf ist, das ist nicht so gut. Und Wissensmanagement hat man dann gemacht. Wissensmanagement hat man dann gemacht, das konnte man kaufen bei der Telekom. Das ist Wissensmanagement bei Telekom. Das ist das Knowledge Management System. Das waren so CDs, die konnte man installieren und losging. Unten ist er abgebildet und ich habe da, ich glaube, er ist, ist auch runtergefallen, aber es geht. Ich hatte dann auch verschiedentlich mit Gyrino Mazzola diese Kernfrage adressieren dürfen. Können wir das verstehen? Kann man das formal verstehen? Wissen wir, was Verstehen ist? Und wenn wir das genau wüssten, dann könnten wir es vielleicht auch programmieren und dann könnten wir Computer dahin kriegen, dass sie tatsächlich ein echtes Verständnis der Welt zeigen. Und am Ende sind wir auf den Gedanken gekommen, das kriegen wir nicht auf die Reihe und wir haben dazu auch sehr gute Gründe identifizieren können. Und was es bedeutet am Ende des Tages, ist klar. Es bedeutet, dass bestimmte Dinge nicht verstanden werden können, weil der letzte Mensch, der sie verstanden hat, existiert nicht mehr. Dieses linke Teil ist mit Sicherheit von Bedeutung, aber keiner kann es mehr lesen. Und ein Computer kann das auch nicht lesen, geschweige denn verstehen. Und ein Kapitel ist so ein bisschen die dunkle Seite, die Opfer des Netzes. Und wir müssen sagen, natürlich hat das Internet Opfer hervorgebracht. Wir haben heute Hate Speech, wir haben Mobbing, wir haben ganze Branchen ruiniert. Die gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass es so etwas gibt. Buchhandel leidet, Plattformökonomie ist explodiert. Eine Digital Divide existiert. Noch lange haben nicht alle Leute einen Zugang zum Netz, obwohl das ja die demokratischste aller Strukturen sein sollte. Und insbesondere haben wir so etwas wie Mobbing und Hate Speech, wo wir einfach diese Echoblasen sehen, wo sich sozusagen exotische, infantile, nicht qualifizierte Meinungen miteinander treffen, verstärken und am Ende versuchen sie, den Reichstag zu stürmen. Und leider solche Dinge sehen wir da. Und darauf muss natürlich eingegangen werden. Nun denn ja.
Und dann hatten wir in Aschaffenburg eine Weltminute. Wir hatten dann zusammen mit dem Eco-Verband eine Sache gemacht. Da ging es vor allem um die Akzeptanz von Systemen und insbesondere um die Akzeptanz von Cloud Computing. Und wir hatten damals einen Riesenspaß damit, eben zu sagen, unter welchen Bedingungen werden zum Beispiel solche Dinge wie Cloud Computing überhaupt von ihren Nutzern akzeptiert werden. Und gleichzeitig hat man in diesen Jahren etwas anderes gesehen, nämlich die Akzeptanz von Geräten, mit denen man nie gerechnet hatte. Hätte man in 2006 einen Menschen gefragt, brauchst du ein Smartphone, hätte der nicht mal gewusst, von was die Rede ist. Und dann so ab dem Jahr 2012 hatte das jeder. Und eigentlich war das die perfekte Fusion. Das Smartphone ist heute das wichtigste Gerät, das ein Mensch besitzt. Ohne Smartphone wird das Leben langsam schwierig in dieser Republik und auf der Welt. Und viele sind auch sehr stark Smartphone-zentriert, sehen ihre Umwelt gar nicht mehr. Und wir hatten damals eben vor allem diese Cloud-Computing-Geschichten in der Mache, wobei Cloud-Computing im Urgrund ein Konzept war, das es schon viele, viele Jahre gab. Aber die große Frage war eben, wie kann das befördert werden und wie werden das die Leute akzeptieren und dafür auch am Ende des Tages Geld bezahlen. Ja, und dann kam so langsam die Debatte, wo geht denn das hin mit dem New Work? Und das New Work war so eine Geschichte wie, ja, das hat damals beim Eco-Verband die Frau Falkenberg insbesondere behandelt. Und es ging darum, werden wir neue Arbeitsplätze sehen und Telelearning und wie wird denn das alles so funktionieren? Und diese Geschichten, die hat man debattiert schon seit 25 Jahren. Das hier ist ein Ausschnitt aus einer Zeitung von 1994 aus dem Stern. Und da sehen wir den MP3-Erfinder übrigens, Heinz Gerhäuser, nicht? Der ist ganz hier in der Idylle mit seinem Laptop und ist da ganz auf dem Land und kann da ganz toll rumtippen. Und hier sehen wir eine Frau und die Frau hat natürlich das Kind und das Spielzeug und den Computer und kann das alles ganz toll unter einen Hut bringen. Und das ist, das waren die idyllischen Vorstellungen, wie so etwas wohl aussehen könnte. Und wir haben uns da auch sehr stark, so langsam aber sicher, in diese holistischen Dinge hinein orientiert. Und wir hatten dann Publikationen mit Leuten, mit denen wir eigentlich von der Informatikseite nie etwas zu tun hatten. Das waren Arbeitnehmervertreter, IG Metall etwa, das waren kirchliche Arbeitnehmervertreter. Und wir haben nach den neuen Bedingungen gefragt, wie denn bitteschön eine Arbeitswelt in Zukunft aussehen wird und wie insbesondere die neue Humanisierung der Arbeitswelt aussehen wird. Dass ausgerechnet ein Virus dafür sorgen würde, dass Telearbeit und Homeoffice und diese Dinge einen derart massiven Schub bekommen würden und dass wir auch Telelearning sozusagen als einen Standard etablieren würden und dass wir heute Abend diese Konferenz per Videokonferenz machen können, das war nicht zu ahnen. Und hätten wir in unseren Bergholm-Projekten Anfang der 90er Jahre, in unseren Bedarfsschätzungen, Helmut Kretschmer war damals dabei, in diesen Bedarfsschätzungen gesagt, alles, was es braucht für die Akzeptanz von Telearbeit, ist eigentlich ein Virus. Naja, das wäre verrückt gewesen, aber genauso ist es gekommen. Die Gastbeiträge hier von Frau Falkenberg und von Detlef Grönke gehen eben vor allem um diese Frage, wie wird Telearbeit, Telelearning in der Zukunft organisiert werden können. Ja, und dann haben wir gesehen, es ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte, tatsächlich diese holistische Sicht auf die Reihe zu bekommen. Und warum das so ist, sei dahingestellt. Es war schlicht und ergreifend so, ich hatte plötzlich ein Projekt mit dem Bischof in Würzburg. Und da ging es um die Restrukturierung der Caritas und so. Und da habe ich ein paar Sachen neu gelesen. Und dann habe ich einen Aufsatz geschrieben und den Aufsatz habe ich dann mit jemandem diskutiert. Und das war ein, gelinde gesagt, der arrivierte Theologe, das ist Ruben Zimmermann, und ich habe heute noch seinen Satz am Telefon im Ohr, wo er gesagt hat, das ist ja interessant, was Sie da sagen. Und dann haben wir uns um dieses Verhältnis von Mensch und Maschinen gekümmert. Und das Verhältnis von Mensch und Maschinen, das hat insbesondere dazu geführt, dass wir gesagt haben, es gibt die sogenannten normativen Maschinen, Maschinen, die dem Menschen sagen, was er zu tun hat. Es ist im einfachsten Fall ein Fahrkartenautomat, der einfach sagt, so wird eine Fahrkarte gekauft und nicht anders. Es kann aber auch ein Flugzeug sein, das sagt, so fliegen wir Flugzeug und nicht anders. Wenn das Flugzeug aber falsch programmiert ist, dann sagt das Flugzeug, und so stürzen wir ab. Und dann wird es ganz tragisch.
Und deswegen ist die große Frage zu stellen, was ist das Verhältnis von Mensch und Maschine? Und die große Frage heißt, die große Aufgabe heißt, wir müssen dafür sorgen, dass bitteschön der Mensch nicht von den Maschinen beherrscht wird. Die Maschinen brauchen einen Ausschaltknopf. Sie brauchen Möglichkeiten, dass sie von normalen Menschen korrigiert werden und übersteuert werden. Und der Satz ist dann eben, die digitale Welt hat gefälligst der analogen Welt zu dienen und nicht umgekehrt. Und Menschen dürfen nicht zum Opfer der Systeme werden. Jo, und das letzte Kapitel sagt, so, jetzt haben wir es gepackt, ne? Hier sind wir jetzt. Und was tun? Wie geht's weiter? Und natürlich gibt es offene Fragen. Natürlich haben wir, und Alexander Rabe hat es auch in der Einleitung schon gesagt, wir haben ein Riesenthema mit zum Teil kontextfreien Spezialisten, mit Leuten, die genau ihr Modul im Blick haben und nicht links und nicht rechts gucken. Und das ist so in der Medizin, ja, wenn du hast eine Krankheit und du bist depressiv und dann kriegst du ein Medikament und dann hast du irrwitzige Nebenwirkungen und die Leute sagen, ja, dafür sind andere Ärzte zuständig, wir nicht mehr. Und deswegen muss unbedingt der Blick nicht nur auf das Modul gehen, nicht nur auf diese Funktion und der Rest interessiert uns nicht, sondern wir brauchen die kontextsensitiven Experten und wir brauchen diese kontextsensitiven Betrachtungen. Eine zweite Problematik, die ich hier am Ende ansprechen möchte, sind Pseudo-Innovationen. Dinge werden erfunden und wieder erfunden und nochmal erfunden und von einigen Sachen hätten wir sehr wohl wissen können, mit einem Blick in die Geschichte, oh, das gab es schon mal und es war schon mal erfolglos. Oder das gab es schon mal und es war schon mal gefährlich. Und dieses immer wieder zurückblicken und suchen nach Analogien, das hatten wir damals auch bei dieser Cloud Computing Akzeptanz sehr intensiv gemacht. Und das ist eine hochspannende Geschichte. Und deswegen glaube ich, sind solche Rückblicke auf, was war in den letzten 40 Jahren, sehr spannend. Und einen dritten Punkt möchte ich hier nennen und dann lasse ich Sie auch so gut wie in Ruhe. Der dritte Punkt wäre eben, wir müssen uns ein bisschen kümmern um unqualifizierte Entscheidungen. Also Entscheidungen, die sozusagen unabhängig von der Argumentlage gefällt werden, unabhängig von der Faktenlage und nur nach Maßgabe von vermuteten Mehrheiten im politischen Raum. Jo, und that's it. Und wir werden sehen. Es gab lustige Briefmarken dieses Jahr. Die eine lustige Briefmarke, das ist der digitalisierte Mensch. Uiuiui, ist alles digital geworden. Und die andere Briefmarke, die finde ich besonders lustig, eine Briefmarke, die eine Niederlage feiert. Verstehen Sie, da hat ein Mensch gegen einen Computer verloren und Sie machen eine Briefmarke und sagen, wow, great, ja, er hat verloren. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Und deswegen, ja, ist aber nicht schlimm, das ist ja nur Schach, das ist ja nur so ein formales Spiel. Ist nicht schlimm, wirklich nicht schlimm, aber ich finde es nur lustig, dass man sowas feiert. Und ich glaube, einige Genossen, denen geht es hier so wie mit dem Wile E. Coyote. Ja? Kennen Sie den Coyoten, der über den Rand läuft und bumm geht's runter und er weiß gar nicht, dass er abstürzt. Erst wenn er sozusagen, dann strampelt er und dann das war's dann. Anyway, ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Und wenn einige von Ihnen haben ja schon ein Preprint von dem Buch bekommen, das sieht so aus, es ist total monumental geworden. Und ja, wenn Sie das freut und Sie sagen, spannende Geschichte, umso schöner. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit soweit. Und ich würde jetzt das Wort an Alexander Rabe zurückgeben, von dem ich hoffe, dass er noch da ist. Hallo. Aber natürlich, genau wie so gut wie das gesamte Auditorium, dir nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier wirklich in einem Schnellritt einmal durch deine persönliche, aber als auch einiger hier im Chat anwesender Protagonisten Historie durchgeführt hast. Ja. An der einen oder anderen Stelle kann man natürlich diskutieren darüber, wie quasi die Lesart von der Digitalisierung sein sollte und ob wir so kritisch damit umgehen. Aber ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass der Mensch am Ende mit den Möglichkeiten, die er sich schafft, auch das Richtige schaffen wird. Das ist zumindest meine ganz feste Überzeugung. Und hier alleine dafür, dass wir darüber nachdenken können, dass wir über diese Akzeptanzthematiken diskutieren, über Vertrauen diskutieren, einen ganz, ganz recht herzlichen Dank. Ich würde die Diskussion gerne an dieser Stelle öffnen. Wir haben vorhin ja so ein paar Hinweise bekommen, wie wir diskutieren können. Und es sind ja einige genannte Protagonisten auch hier in der Runde, die ich jetzt hier auch zuerst zu Wort kommen lassen wollen würde, ohne mich jetzt hier
als den großen Dirigenten hinzustellen. Aber trotzdem, vielleicht ist der ein oder andere bereit, mal so ein bisschen seine Perspektive auf das Schaffen auch von unserem lieben Rainer Hofmann in diesen letzten 40 Jahren an dieser Stelle nicht zu bewerten, aber zumindest vielleicht seine Perspektive an der Stelle abzugeben. Wir öffnen die Runde. Sie dürfen sich entweder durch Handzeichen beteiligen oder einfach direkt loslegen. Radu meldet sich, habe ich einen Eindruck. Ja. Radu, bitte. Ja. Rainer, ich habe eigentlich nicht erwartet, aber das ist schon ein bewegender Moment heute Abend. In, weiß ich nicht, 30 Jahre Vergangenheit so schnell im Grunde genommen in Erinnerung zu bringen. Eine Reihe von Sachen, die du präsentiert hast, habe ich die komplett vergessen, ehrlich gesagt. Wusste ich nicht mehr, dass wir sowas gemacht haben. Ne? Aber eine kleine Korrektur trotzdem, eigentlich an deine, und dann danach eine Frage, vielleicht kommt auch diese Korrektur. Du hast eigentlich die Multimedia-Kommunikationsdevice, die wir bei Bergkom da gemacht haben, dein Argument war gewissermaßen, dass die Kamera zu groß war und so weiter und so fort. Okay, ja. Ich will dir nur sagen, dass eigentlich nicht die Kamera das Problem war, sondern im Grunde genommen, zu damaligen Zeitpunkt wollten wir gewissermaßen die sogenannte Parallaxe-Problem lösen. Ja. Parallaxe-Problem ist im Grunde genommen auch heute noch nicht gelöst in einer Form oder der andere, weil du über einen Computer kannst keinen Augenkontakt mit dein Partner haben. Und ich erinnere mich ganz genau, dass wir extrem viel Geld investiert haben damals, ich rede über lange Vergangenheit, um diese Problem zu lösen. Und das war eigentlich eine sehr, sehr, sehr interessante Lösung mit unterschiedlichen Spiegeln, die ganze Sache umgestaltet haben, eigentlich diese Effekt Augen-in-Augen-Kommunikation zu gestalten. Und ich erinnere mich genau, dass wir eigentlich mit diesem Multimedia-Endsystem sind wir nach Japan gegangen und wir haben eigentlich Tausende von Japanern gewissermaßen das präsentiert. Das war für den auch extra etwas ganz neu. Und wir haben immer über diese Parallaxe-Problem mit dem geredet. Und gut, nach 1,5 Stunden Erklärung und alle nicken, irgendjemand hat sich getraut zu fragen, was ist die Parallaxe-Problem? Und ich habe gesagt, naja, wir haben Augen-in-Augen-Kommunikation. Und der Japaner sagte, wir haben keine Problem mit Parallaxe. Wir dürfen nicht in anderen Augen eigentlich angucken, wenn mit jemand eigentlich kommunizieren. Ja, es ist unhöflich, jemanden in die Augen zu schauen, oder? Unsere ganze wie sagt man, Entwicklung und Geld, die wir für japanische und für sagen wir so, für chinesische, asiatische Raum war komplett verloren. Aber jetzt will ich im Grunde genommen meine Frage anhand diese kleine, wie sagt man, Korrektur in deine Erzählungen zu geben. Ich weiß nicht, ich habe das Buch noch nicht gelesen, bin ich ganz gespannt eigentlich, wenn ich den kriegen werde und so weiter. Aber das ist unterwegs. Mir fällt im Grunde genommen an, wie extrem viel eigentlich in Deutschland in den letzten 40 Jahren Informatik, Kommunikation, Entwicklung in IT eigentlich stattgefunden hat. Und ich muss auch sagen, wenn ich an Bergkom denke, mit 150 Millionen pro Jahr D-Mark damals Investitionen von Deutsche Telekom oder Deutsche Post damals. Ich frage mich im Grunde genommen, wieso eigentlich wir nicht geschafft haben, das in eine kommerzielle Umgebung die Ergebnisse eigentlich umzumünzen. Im Endeffekt, das ist im Grunde genommen so die traurige Geschichte, wenn du so willst, von all diesen Entwicklungen, weil im Endeffekt sehr viel intellektuelle Schmalz im Grunde genommen investiert worden sind. Wenn ich über Bergkom rede, das Projekt, es ist so, dass eigentlich IBM, DEC, alle großen amerikanischen Firmen waren in diesem Projekt involviert. Ja, da kamen nach Berlin
Und im Endeffekt, wenn du guckst eigentlich, was aus diesen Ergebnissen, siehe die Parallaxe-Problem, trotz allem eigentlich die Ergebnisse in kommerziellen Bereichen und die Umsetzung gewissermaßen auf den Markt, weiß ich nicht, wie gewissermaßen, ob das als Erfolg betrachten kann oder muss und so weiter und so fort. Dieser Weg vom Engineering, vom Wissenschaft in Firmen, in Kommerzialisierung ist extrem diffizil. Und ich frage mich, wieso auch und was lernt uns das? Mhm. Es wäre vielleicht ein zweites, ich weiß nicht, wie das Buch, oder vielleicht ein Zusatzkapitel interessant für mich, zu sehen, als alle diese Entwicklungen, was für im Grunde genommen Firmen und Produkte eigentlich auf dem Markt noch vorhanden sind oder gewissermaßen eigentlich Arbeitsplätze kreiert worden sind. Alles, was im Grunde genommen die Amerikaner relativ, wie sagt man, straight ahead uns zeigen, wie man das macht. Hm. Der Ralf Gordes hat auch die Hand gehoben, aber vielleicht einen Satz direkt dazu. Wenn wir jetzt wirklich so eine lange Zeit zurückblicken, fällt mir dazu ein Kommentar ein. Und zwar, noch Mitte der 90er Jahre war das Geldverdienen bei deutschen Professoren eine sehr unehrenhafte Sache. Wir haben, als wir 1995, einen Tag vor Weihnachten, dieses Unternehmen STDI gegründet haben, da war das sozusagen ein geheimes Kommandounternehmen. Wir haben damals, Günter Koch war dabei, Thomas Wolf, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt da mal was, wir nehmen Geld in die Hand, weil wir glauben, im Internet lässt sich Geld verdienen. Und das durften einige nicht wissen. Die Gralshüter der reinen Wissenschaft haben gesagt, was, Geld verdienen, was soll denn das werden? Das darf man nicht. Und man hat sehr genau danach geguckt, dass sozusagen um Himmels Willen nicht irgendwelche Leute im Wissenschaftsbereich auch nur eine Mark verdient haben, die möglicherweise ihnen gar nicht zusteht in dem Sinn. Und das hat leider Gottes lange Zeit Wirkung gezeigt. Und wir haben generell so ein bisschen in Deutschland davon völlig unabhängig ein sehr starkes Sicherheitsdenken. Wir haben in Deutschland selbstverständlich keine Kultur der risikobereiten Unternehmer. Ich sage meinen Studenten immer, es ist völlig klar, ihr könnt Angestellte sein, ihr könnt Beamte sein, ganz toll, aber eins werdet ihr als Angestellte sicher nicht, nämlich reich. Das Gegenteil von verarmen ist verreichen und verreichen kann man nur als Selbstständiger. Punkt. Ja, aber im Endeffekt eigentlich, was du sagst, ist eigentlich, dass alle diese Entwicklungen, wenn man nicht in Produkte und auf den Markt kommen und in Breite kommen, ja, haben überhaupt keine Bedeutung. Und daraus wollte ich im Grunde genommen, direkt oder indirekt, wenn du so willst, so diese extrem interessante und wie gesagt breite Entwicklungen, die stattgefunden haben in Informatik und so weiter und so fort, ist im Endeffekt eigentlich traurig. Und ja, das, ob das eigentlich, weiß ich nicht, Politik zu tun hat oder dass wir im Grunde genommen nicht in der Lage waren, gewissermaßen eigentlich ein Google zu kreieren, wohlgemerkt eine der besten Suchmaschinen und so weiter und so fort. Vor Google war eigentlich eine Maschine, eigentlich die in Berlin eigentlich kreiert worden ist. Und darum sage ich, beziehungsweise irgendwie fällt mir eigentlich zu sagen, prima Mann, sind wir toll, ne? Eigentlich eine Metrik zu sagen, was hat man eigentlich daraus gemacht? Mhm. Ob das eigentlich Grundlageforschung ist oder wie sagt man, kommerzielle Arbeitsplätze, weil alle diese Investitionen und eigentlich alle diese intellektuellen Investitionen müssen irgendwo eine Metrik haben, zu sagen, ja, hat sich gelohnt, war interessant, super und so weiter und so fort. Aber das fehlt mir. Und vielleicht eigentlich, ich weiß nicht, wie das Buch ist,
Aber es wäre interessant, vielleicht ein Kapitel zu eröffnen, eigentlich um eine Diskussion über Perspektive, nicht von der intellektuellen, wissenschaftlichen Engineering-Sache, sondern eigentlich, wozu das Ganze? Also was ich erzählt habe in dem Buch, ist ein Beispiel par excellence, wo man in Deutschland erfolgreich war. Und das ist schlicht und ergreifend, Alexander Rabe hat es ja schon erwähnt, das ist schlicht und ergreifend das Unternehmen DKIX. DKIX ist heute der weltgrößte Peer-to-Peer-Exchange im Internet. Und es ist ein äußerst, für meinen Eindruck, ist es ein sehr, sehr leistungsfähiges, auch Exportmodell. DKIX hat mittlerweile Niederlassungen. Und Alexander, ist das im DAX schon? Bitte? Ist das im DAX? Not yet. Aber ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Das ist ja so, der DAX macht im Moment keinen Sinn, weil, Alexander, korrigiere mich. Wenn ich meine DAX als Modell gewissermaßen. Ja, aber das DKIX gehört ja immer noch, wie auch immer das ausgehen wird die nächsten Jahre. Aber das kannst du selbst besser erzählen. Einzelne eventuelle Beispiele. Ja. Und die müssen irgendwie gemessen, gewissermaßen auf eine globale Skala. Und das ist im Grunde genommen, was mir fehlt. Und finde ich irgendwie eigentlich eine Unbefriedigung, obwohl ich eigentlich da drin eigentlich sehr, sehr, sehr beschäftigt war in meine 30 Jahre, dass man eigentlich nicht in der Lage war, gewissermaßen Sachen eigentlich wirklich eigentlich in globale Sense eigentlich auf den Markt zu bringen. Ich würde jetzt gerne dem Ralf Kordes die Möglichkeit geben, denn er ist emotional schon des Längeren, glaube ich, tief im Thema schon drin und würde da auch gerne einen Beitrag leisten. Aber ich selber hätte auch noch einige Punkte. Aber Ralf Kordes, jetzt the stage is yours. Einmal kurz entmuten, danke. Ja, okay. Also ich habe mit dem Rainer von so 89, 90 bis irgendwie in die tiefen Mit-90er enger zusammengearbeitet, vielleicht so als Hintergrund. Das heißt, in EU-Projekten, in Kooperationen mit Hochschulen. Ich war damals bei einem großen deutschen Industrieunternehmen, was auch meinte, die Netzwerkwelt voranzubringen. Und deshalb habe ich erstmal zwei, drei Punkte. Also ich stimme dem Radu Popescu-Celetin komplett zu. Wir haben sehr viel vorangebracht und sehr viel entwickelt und auch aktuell, Spotify ist, glaube ich, auch deutsch, aber ein kanadisches Unternehmen, aber deutsche Gründer, um ein ganz jüngeres Beispiel mal zu nehmen. Und ich finde es sehr schade, dass zum Beispiel, was angesprochen war, der Kontakt Hochschule und aus der Hochschule heraus Gründungen zu machen. Ich selbst hatte das große Glück, einen sehr fortschrittlichen Prof zu haben an der Uni, wo wir Industriekooperationen haben und wir haben sogar eine Firma gegründet, 1987. Und die gibt es sogar auch noch. Ja? Also die hat sich gehalten. Aber dafür haben wir bei den, sowas gab es in der alten Zeit noch, bei dem monatlichen Kaffeetrinken in der Informatik der Institute immer wieder eins auf die Nase gekriegt, dass jetzt wieder die Jungs kommen, die ihr Geld auf der Straße verdienen. Und die brauchen nicht mal Strümpfe dazu anziehen. Das ist vielleicht erster Punkt. Ein zweiter Punkt, du hattest angesprochen, Rainer, das Thema Mosaik, Browser. Wir hatten aus unseren Projekten heraus die große Chance, 91 eine Poster-Session zu machen, und zwar auf der Hypertext 91 in Texas. Und neben uns stand ein gewisser Berners-Lee. Ja, und wir hatten ein ähnliches Konzept entwickelt, so ein Open-Link-Service. Genau, das hast du ja erzählt da in einem Beitrag. Der Vorteil, ich war trottelig genug und habe mich nicht um den Andresen gekümmert, aber der Berners-Lee. Ja? Und schon liefen zwei Hände zusammen. Durch das Zusammenwirken von World Wide Web und einem Browser dafür ging das voran. Das habe ich dann irgendwann geschnallt, habe das versucht, in einem EU-Projekt unterzubringen, und ging in eine Extra-Runde in Brüssel, weil wir zu kommerziell nah waren. Ja, und das zeigt so ein bisschen die Hemmnisse. Ich weiß nicht, ob ich das Politik nennen soll oder sonst was. Man kann ja immer Ideen mitnehmen und die kopieren und dann mal gucken, das müsste jetzt noch fehlen. Und dann gibt es ein Nein. Und anstatt dessen durften wir noch zwei Tage extra präsentieren. Rainer, du warst mit dabei.
dass wir jetzt zu kommerziellen, dass es nicht mehr Forschung ist. Und am Ende des Tages, es gab, und das ist der letzte Punkt, den ich dazu sage, es gab damals ein sagenumwogenes Papier, das Bangemann-Papier zur Kommunikation in den frühen 90ern. Und da ist dann sehr wenig danach gekommen. Ja. Und auch viele Ideen sind nicht umgesetzt worden, sodass ich dann irgendwann mal 95 so beschlossen habe, jetzt machen wir mal was anderes. Das große Geld haben wir auch nicht verdient, aber wir machen was anderes. Ja. Also mit Selbstständigkeit und, und. Aber auch dort vom Unternehmen bekam ich dafür eben auch keine Unterstützung, dass diese Services, so wie ihr das umgesetzt habt mit Services for the Internet, dass das überhaupt bei einem großen Konzern dafür eine müde Mark locker gemacht wurde. Das war, wurde abgetan. Und auch ein Vorschlag, den ich in dem gleichen Unternehmen unterbreitet habe mit zwei Kollegen, wir sollten eine Kooperation mit Cisco eingehen. Und da hast du vollkommen recht, Rainer, das war ja paketorientiert, ja, und das war Teufelszeug und da konnte man nicht 37 Leistungsmerkmale mit in der Kommunikation übertragen. Und dann wurde das Ding beerdigt mit den Worten, bevor so ein Cisco, so eine Bude irgendwie überhaupt Signalisierung machen kann, haben wir das schon längst entwickelt. Und das sind so Hemmnisse aus meiner eigenen Erfahrung, die das völlig teilen, was Radu Popescu-Zelletin gesagt hat und was du auch in dem Buch teilweise gezeichnet hast. Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr Engagement und mehr Unterstützung. Und es gibt ja auch jüngere Beispiele, und das ist jetzt weg der letzte Punkt, das große deutsche Telekommunikationsunternehmen extra in einer hippen Stadt wie Berlin neue Sachen gründen, so wie früher mal Bergum, auch gab es das auch in den Mit 2010ern und dann wieder einstellen. Und das finde ich schade. Ich glaube, wir haben viel mehr Potenzial für Innovation und das wird über diesen Engineering-Punkt, so wie es der Radu Popescu-Zelletin gesagt hat, einfach nicht weitergetrieben. Und meine Konsequenz daraus war eigentlich ein Frust aus dieser Innovationsschaffung und erst als Angestellter und dann irgendwo selbstständig Dinge voranzubringen. Ich glaube auch allen Ernstes, dass wir an diesem Punkt nochmal auf dieses eine meiner Lieblingswörter, dieses holistisch zu sprechen kommen müssen. Du hast schlicht und ergreifend in Deutschland in der Akademie eine Kultur des Spezialisten, der alles weiß, über fast nichts. Und wenn ich mir bei uns unsere Freunde angucke, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber unsere Freunde, zum Teil gibt es Ingenieure, hochbegabte junge Leute und die machen ganz tolle technische Dinge. Und wenn du ihnen sagst, okay, jetzt wollen wir das mal verkaufen, was machen wir denn damit? Dann sagen die, boah, Geld verdienen, nee, das ist nicht so, ach nee, das ist nicht, also Hauptsache, das Patent läuft und die Erfindung läuft und die Energieeffizienz ist toll und somit Geld verdienen, das habe ich nie dran gedacht. Und umgekehrt haben wir bei uns Leute sitzen, wir sind nicht ungeschickt im betriebswirtschaftlichen Bereich, auch gar nicht ungeschickt im juristischen Bereich. Und wenn du denen versuchst, irgendwas Technisches zu erklären, machen die die Klappe dicht und sagen die, ach was hier, das ist dieses Techie-Zeug, das interessiert mich nicht. Und dieses konsequente untereinander austauschen, dieses konsequente auch mal Bescheid wissen über etwas anderes und nicht nur über seinen eigenen Stoff, der würde wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle sehr viel weiterhelfen. Und wir müssen mal gucken, es könnte, wenn das ein Effekt ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 40 Jahre Anlauf genommen, nun hatten wir mal ein paar Jahre eine Digitalministerin und jetzt beschließen wir, es doch nicht mehr so wichtig, wenn man die Nachrichten aus Berlin richtig interpretiert. Das mit dem Digitalen war gar nicht so wichtig. Nee. Und wenn man das richtig oder falsch, ich hoffe falsch interpretiert, dann müssen wir nochmal drüber nachdenken, wohin laufen wir eigentlich in, ich will nicht sagen Industriekultur, aber wohin laufen wir im Sinne am Ende des Tages in unsere Erwerbskultur. Heißt, von was wollen wir leben? Und am Ende des Tages leben wir alle von dem Geld der anderen Leute. Es sei denn, du hast genug selbst, dann ist es wieder gut. Aber die meisten Leute sagen, wir brauchen Kunden, wir brauchen Produkte, wir brauchen Dienstleistungen. Und es ist möglicherweise eine der Lehren, die zu ziehen sind, dass wir sagen, wir müssen da nochmal ran an dieses Thema, wer kauft was unter welchen Bedingungen und wer kann das herstellen und liefert es, sodass es eben am Markt Akzeptanz findet. Ja, was für den Eco-Verband oder für die Gesellschaft. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, würde ich sagen. Und ich glaube, Radu hat da wirklich eine ganz spannende Diskussion als ehemaliger Fraunhofer-Direktor auch angesprochen. Ja. Ich glaube, in der Tat haben wir eine
herausfordernde Situation in Deutschland in den letzten Jahrzehnten uns selbst gebaut, die gut gemeint war. Wir haben hier im Chat ja auch, aber wir haben doch MP3 erfunden, schon stehen. Genau das. Also die Innovationsfähigkeit ist doch da. Und Spotify, ich muss das leider an der Stelle ganz kurz nochmal korrigieren, ist leider von schwedischen Gründern ein Vermarktungskonzept, so genau wie MP3 eben auch von amerikanischen Konzernen vermarktet wurden. Unsere Innovationen in Deutschland sind mit der SAP in den 70er Jahren sozusagen an ein großes internationales Ende gekommen. Und wenn ich jetzt den BKX kurz erwähnen darf, natürlich ist er ein zentrales Fundament der digitalen Infrastruktur, aber er ist ein Zwerg. Ein Zwerg mit 40 Millionen Euro Umsatz ist das ein Zwerg in der internationalen Welt. Und wichtig, keine Frage, aber wenn wir darüber reden, und Radu hat ein paar spannende Zahlen genannt bei der Bergkom, die an jährlichem Investitionsvolumen stattgefunden haben, muss man sich in der Tat fragen, ob das System, was generiert wurde, auf erfolgreich ist. Und du, Rainer, hast, glaube ich, eben sehr schön aber gerade etwas gesagt, was ja auch die GI schon seit 1969 sagt. Man braucht im Endeffekt Grundkompetenzen, mit denen man Schüler, die dann in ganz verschiedene Bereiche diffundieren wollen und werden, in die BWL oder manche in die Informatik, Medizin, Landwirtschaft etc., ihnen aber das Grundmittel mit an die Hand gibt, was im 21. Jahrhundert eben einen Wirtschaftsstandort auszeichnet, und das ist digitale Bildung. So, das ist informatische Bildung im Endeffekt. Ja, da geht es nicht um Medienkompetenz und Vision, sondern es geht das, was so ein Informatikbiber macht, um Grundverständnis. Und wer das dann vertiefen will in den nächsten Jahrzehnten seines Bildungsweges, go for it. Aber wie gesagt, die Sau wird seit 1969 allein durch die GI durchs Dorf getrieben. Ja, ja, und das ist leider Gottes irgendwo auch nochmal ein Kommunikationsproblem. Es ist immer eine Frage, wie der Gegenstand dargestellt wird, wie der Gegenstand vertreten wird und wie er dann in der politischen Debatte auch tatsächlich auf Akzeptanz trifft. Und ich habe immer wieder den Eindruck gewinnen müssen, dass man in der politischen Debatte sozusagen die Informatiker, ach, das sind die Spezialisten, die sind die Computerleute, das ist so ein bisschen nerdy und die sind da hinten in der Ecke und programmieren tolle Dinge. Und sowas, ja. Und es ist schlicht und ergreifend nicht erkannt worden. Und wenn es da einen Beitrag von meiner Seite jetzt mit diesem Skript und mit der Hilfe der Beitragenden, wenn das gelungen ist, dass wir uns wirklich klar machen, wir sind ohne das Digitale nichts mehr. Und ich habe das auch in einem Satz da gesagt in dem Skript. Ich glaube, dass das, obwohl nur 40 Millionen Umsatz, ich glaube, das systemrelevanteste Unternehmen in Deutschland ist der DKIX. Das ist viel relevanter als jede Bank oder jede Versicherung. Es ist nett, wenn die Deutsche Bahn streikt. Das finden wir nicht so gut. Aber mach mal deinen Laden da in Frankfurt dicht. So, du wüsstest nicht mal, was passiert ist. Wer sollte es dir denn sagen? Und wie? So, und dieser Stellenwert dieser Dinge, der ist einfach nicht da. Oder ich habe an anderer Stelle eben mir versucht darzustellen, dass tatsächlich das Smartphone ist das bei weitaus wichtigste Gerät. Du kannst ja notfalls noch mit den Fingern essen. Alles ganz toll. Aber Besteck brauchst du nicht. Ja, aber wo bleibst du ohne Smartphone? Ein Bekannter von mir hat neulich sein Smartphone im Zug verloren. Das war für den eine Katastrophe. Ja. Der war völlig geknickt. Hättest du auch sagen können, gell, sein Hund ist gestorben. War genauso schlimm. Das ist unglaublich. Ja. Und diese Bedeutungen, die haben wir schlicht und ergreifend in dieser Form haben wir noch nicht erkannt. Und ich glaube, da sind wir auch noch aufgerufen. Und wenn es da gelungen ist, einen Beitrag mit der Hilfe der ich sage immer, die prospektiven Nobelpreisträger, ne? Wenn es einen Nobelpreis für Digitales gäbe, hätten wir da so ein paar Typen gehabt. Die wären dabei gewesen, das ist klar. Aber klar, wenn es gelungen ist, das ein bisschen darzustellen, great. Sollen das die abschließenden Worte sein? Wollen wir an der Diskussion noch fortfahren? Oder ich habe im Chat jetzt gerade einen kleinen Link auch zum Erwerb der globalen Bildung gepostet. Ja, okay. Die Story geht weiter, entweder im Onlinehandel. Ich habe natürlich den amerikanischen Großkonzern als Easy-to-Use-Plattform hier verlinkt oder eben bei Georg Rainer Hofmann direkt und persönlich. Ich fand, das war ein sehr inspirierender Talk bisher. Und ja. Rainer, ich überlasse es dir an dieser Stelle vielleicht, ob wir noch eine Runde und ein Thema aufmachen wollen oder ob wir sagen, next to come, lest ein bisschen in den Kapiteln und lasst uns dann sozusagen Teil 2 dieses Werkes. Also ich würde wirklich Folgendes sehen. Was wir hier auch, na klar, hier nochmal Provinz Aschaffenburg.
Was wir hier durchaus sehen in dem ganzen Wissenstransfermetier ist, die Leute sind sich völlig darüber im Klaren, sie müssen zum Teil ihr Leben neu organisieren, sie leben zum Teil konzeptionell auf Kredit. Wir brauchen einige Dinge im Bereich neue Arbeitsverhältnisse, auch neuen Schutz von Leuten vor Systemen. Und das Thema, was jetzt hier durchaus angesprochen worden ist, wie kriegen wir die neue Erwerbskultur auf die Reihe? Und ich habe ja durchaus Hoffnung, dass in etwa einem halben Jahr, da hätten wir dann den 16. Mai in dem Fall, dann im halben Jahr möglicherweise, dass mit dem Corona sich so weit erleichtert hat, dass man auch mal so etwas wie ein Symposium auf die Reihe bringt, wo man Debatten wie diese auch in einem Raum durchaus dann mit den Brötchen, wenn die bis dahin nicht schlecht geworden sind, können wir die ja noch benutzen. Ich würde das einfach mal anregen, dass wir einfach mal gucken, wie jetzt die Rezeption von dem Skript läuft, was wir da vorgelegt haben. Und ich sehe mich ja wirklich hier nur als Berichterstatter. Es ist ja völlig klar. Ich war ja einfach der, bei den Expeditionen dabei war. Und es waren so viele Sachen schierer Zufall. Ich hätte genauso gut nicht dabei sein können. Ich meine, es war ja reiner Zufall, dass wir damals einen Computer an der Schule hatten. Hallo, wie viele Schulen hatten eben keinen Computer? So, und wenn man da von der Rezeption her sagt, es gibt hier so ein paar Dinge, das hat uns durchaus zu Hirnaktivitäten Anlass gegeben und wir reflektieren das mal und angenommen, der Alexander Rabe lädt da nochmal ein, ne? Also oder so. Ich kann ja mal einen Vorschlag zu deinen Lasten machen. Ihr könnt auch alle nach Aschaffenburg kommen, ist auch recht, ist kein Problem, kriege ich alles organisiert. Aber wir können das gerne anschauen. Aber wir haben noch eine Wortmeldung. Bitte sehr. Genau, die stehende Einladung zum Follow-up auch in physischer Natur nach der Pandemie, die steht. Und ich freue mich sehr, jetzt eben vielleicht auch mal eine weibliche Stimme hier in dieser Runde zu hören. Ist ja auch, wie wir hier so sehen in der Konstellation, leider immer noch nicht ganz üblich. Sie müssen einfach nur entmuten. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, bestens. Okay, ich glaube, die einzige Möglichkeit, die Informatik und die Digitalisierung damit mehr an den Mann zu bringen oder an die Frau, ist tatsächlich, dass man früh in der Schule anfängt. Die erste Programmiersprache in grafischen Boxen in der Grundschule. Das ist der einzige Weg, der funktioniert. Ja. Und zwar in der Breite. Ja. Ich glaube das auch. Es ist wirklich eine Diskussion über den Bildungskanon. Ich meine, ich habe ja mit großer Freude nicht nur das Kleine und das Große, ich habe auch das gigantische Latinum und Graecum und Quaggo und ich weiß allen Quatsch jetzt, ja. Toll. Aber damals die Action mit dem Programmieren, das war reiner Zufall. Ich wiederhole es nochmal. Und dass das bis heute zum Teil auf diesem Level geblieben ist und der Rektor der Schule, der Richard Knapp, der ist, war ja auch, hat ja auch, ich schreibe da mal was, ne, wie das weitergegangen ist. Und der Rektor der Schule damals, der hat es auch erzählt, hat gesagt, wir sind noch nicht, lange nicht da, wo wir hin müssten, was die Systematik dieser Ansätze angeht, was die Verankerung in den, was die Verankerung im Curriculum angeht und insbesondere was auch die Mittelausstattung angeht. Es ist nach wie vor das Hobby von einzelnen Lehrern, die sich da engagieren und die sich da mehr engagieren. Und so geht das alles nicht. Und da muss man nochmal schauen, wie wir das, also wenn wir hier einen gewissen, also das ist ja so ein bisschen wie in der Physik, ja, da kann man so ein Experiment machen, puh, dann kommen die ganzen Teilchen, fliegen weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich die Teilchen da interpretieren lassen und wie wir da unter Umständen auch die Follow-up-Diskussion an der anderen oder anderen Stelle nochmal intensivieren. Ich sehe es tatsächlich sehr ich male es mir sehr traurig aus und noch trauriger ist es tatsächlich, weil ich so jung bin und ich noch Kontakt mit noch jüngeren Menschen habe und ich sehe einfach, in wie vielen Berufen einfach Menschen überhaupt keine Ahnung von informatiktechnischen Ansätzen haben. Und das ist einfach ein Graus. 20-Jährige, die nicht verstehen in der Internetwelt. So ist es. Und dann kommt es eben leider Gottes zu diesen, was ich immer Pseudo-Innovationen genannt habe. Die Leute sind dazu verurteilt, die gleichen Fehler zu machen, die gleichen Erfindungen nochmal zu machen und leider solches Zeug. Und sie sind dazu verurteilt, sich in die Sphäre von Systemen zu begeben, die ihnen sagen, wie sie ihr Leben leben sollen. Tja. Und dem gegenüber stellen wir jetzt sozusagen digitalpolitische Forderungen auf, die das vermeiden wollen, um hier nicht zu depressiv den Abend enden zu lassen. Ich glaube, es lohnt sich zu kämpfen.
Auch wenn es natürlich seit Jahrzehnten teilweise dieselbe Geschichte ist, die Sie uns erzählen müssen. Aber wir geben es nicht auf. Es war auch nur eine Staatsministerin im Kanzleramt. Die Koalitionsverhandlungen der neuen Bundesregierung laufen. Und auch wenn die Zeichen nun wirklich nicht die besten sind, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass eine der kommenden Regierungen dieses Thema endlich prioritär behandelt. Als das sieht, das ist nämlich die Lösung für die Herausforderungen der Zukunft. So. Das Schlusswort, lieber Rainer, gebe ich dennoch dir. Ich kann mich aber schon mal an dieser Stelle auch als Moderator ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Wir wollten es eigentlich dann online auch nur für eine Stunde laufen lassen, aber es hat einfach Spaß gemacht, als Zuhörer, als Diskutant, als Moderator. Von daher vielen, vielen Dank und ich bleibe dabei, Rainer, das Schlusswort, das gilt dir. Vielen Dank. Oh, ich habe schon so viele Sachen gesagt heute. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich insbesondere bei den Personen, Persönlichkeiten, würde ich da ja sagen, die ich in den letzten 40 Jahren kennenlernen durfte und die beigetragen haben, dass das ganze Skript durchaus lesenswert geworden ist. Ich bedanke mich sehr. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und ich verspreche, im nächsten Jahr holen wir dieses Treffen hier physisch nach. Schönen Abend noch. Bis bald. Tschüss. 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 Wir essen noch alles. Ich werde jetzt das Meeting gleich für alle beenden. Und herzlichen Dank nochmal. War wirklich sehr spannend. Und bis demnächst dann in Berlin. Na, dann schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Gerne. Spannendes Thema, was wir da haben. Ja. Also, tschüss. Merci, gell? Ciao.